Jüst ist eine der 7 ostfriesischen Inseln, vorgelagert vor der deutschen Nordseeküste. Es sind im Jahr ungefähr 100.000 Gäste, die Jüst besuchen. Ja, Jüst ist autofrei. Alles wird per Pferd organisiert. Die einzige Möglichkeit, nach Jüst und nach Norderney zu kommen, besteht mit den Fähren unserer Reederei und aber auch mit Flugzeugen vom Flugplatz Norddeich. Die vorhandenen Insellösungen, bevor wir dieses Projekt angefangen haben, haben einfach immer wieder gezeigt, dass es für den Gast unheimlich unbequem ist, immer verschiedene Punkte anzulaufen, sogenannte Point of Sales. Ja, wichtig war für uns im Rahmen einer Neuentwicklung eines Kartensystems, dass der Servicegedanke an erster Stelle steht. Die Überlegung bestand darin, dem Gast mit einem Medium alle Leistungen bieten zu können. Das fängt an bei der Anreise und dem Parken auf dem Festland, geht über das Fährticket, dann die Leistung Kurbeitrag hier auf der Insel. Dort inkludiert ist zum Beispiel 90 Minuten freier Eintritt in unser Schwimmbad. Über die Karte werden auch dargestellt die Museumseintritte, die Veranstaltungen, so dass man mit dieser einen Karte als Gast das Instrument für einen wirklich schönen Urlaub auf der Insel in der Hand hält. Mit dem heutigen System können wir zentral unsere Prozesse steuern. Wir haben quasi eine Drehscheibe für viele Prozesse gefunden. Wir haben Analyse-Tools geschaffen, mit denen wir das Gästeverhalten, das Reiseverhalten unserer Gäste genau untersuchen können. Dadurch sind wir in der Lage, ein maßgeschneidertes Marketing zu erarbeiten, zielgenauer heute unsere Marketingmaßnahmen durchzuführen und aber auch in Zusammenarbeit mit den Inseln hier integrative und Synergieprozesse zu definieren und auch zu heben. Die Zusammenarbeit war sehr erfolgreich für uns, zumal es ja ein neues Gebiet war. Viele Dinge sind für uns ganz speziell zugeschnitten worden. SkiData hat das Projekt bislang sehr erfolgreich begleitet und vor dem Hintergrund sind wir froh, einen solchen Generalunternehmer gefunden zu haben.